Thema Schlafphasen. Also jetzt können wir natürlich hergehen und können die alle genau erläutern und wissenschaftlich und hin und her. Aber ich glaube, ich würde es mal anders angehen. Und zwar, träumst du? Sicherlich, aber ich bin jemand, der sich nicht gut daran erinnert. Okay. Was mir aber auch nichts ausmacht. Es gibt ja Menschen, die das schlimm finden. Mir macht das aber nicht aus. Aber ich erinnere mich. Aber du kennst das typisch so, dass man sagt, ich habe eben was geträumt, es war total präsent und dann ist es auf einmal weg und dann denkt man, wieso kann ich mich da jetzt nicht dran erinnern? Das kenne ich gut. Genau, das sind natürlich solche Dinge, worum es jetzt ging, Thema REM-Phase, so weiter und so fort. Kann man jetzt auch alles nachlesen mit den einzelnen Schlafphasen. Aber im Endeffekt, wenn wir dieses Thema Schlaf und Regeneration, das ist ja genau unseres, das ist ja genau diese Geschichte. Und Schlaf als Regenerationsquelle Nummer eins, das heißt, ich durchlaufe meine Schlafphasen, ich durchlaufe meine verschiedenen Schlafzyklen, im Schnitt 5 Zyklen, 90 Minuten, um so ein bisschen die Fakten da reinzubringen. Tiefschlafphasen in der ersten Hälfte der Nacht, hinterher geht's mehr in diese REM-Phasen, in die Traumphasen rein. Das sind all diese Sachen. Aber viel spannender finde ich was anderes. Und zwar, wir hatten es vorher schon mal in dem vorangegangenen Video, hattest du es kurz angedeutet. Nachts passiert ja unheimlich viel. Das ist ja keine passive Phase vom Körper, wo der dann einfach da rumliegt und irgendwie nichts passiert, sondern im Körper passiert unfassbar viel. Muskelerneuerung und. Und das läuft über die Schlafphasen. Das heißt, was passiert nachts alles? Was hast du alles so da? Genau, also wir haben ja das Thema zirkadiane Rhythmik gehabt und haben gesagt, ja, also alles hat seine Zeit und alles läuft in gewissen Rhythmen ab. Und man sieht, wie weit das geht. Also es ist nicht nur der Rhythmus Schlaf, Wach, sondern der Schlaf selber hat auch nochmal seinen Rhythmus und er läuft in Zyklen, also in Rhythmen ab. Und jeder Teil, jede Schlafphase und jeder Teil einer Schlafphase hat wieder seine Funktion. Und die das gilt für alle Bereiche. Also wir lernen ja zum Beispiel nachts dann auch. Das heißt, wenn ich als Sportlerinnen und Sportler eine bestimmte Sache übe oder Klavier spiele und irgendwas übe. Das heißt, einen gewissen Ablauf am Klavier oder im Sport, also einen Ablauf von Muskelfunktion, Steuerung des Gehirns dieser Muskel und so weiter, dann merken wir alle, dass das noch nicht so gut funktioniert. Und die wenigsten werden irgendwie mal sowas erlebt haben, dass sie gesagt haben, ich habe das jetzt ganz lange gemacht und beim 50. Mal, wo ich es jetzt gerade gemacht habe, hat es auf einmal funktioniert. Ja. Und viel mehr kennen vielleicht so das Phänomen, dass man sagt, ich habe das geübt und irgendwie bin ich gar nicht vorangekommen. Und am nächsten Tag konnte ich es auf einmal. Und dann war dieses Muskelgedächtnis, was ich da brauche, auf einmal da. Und das ist zum Beispiel was nachts passiert im Sinne von Lernprozessen. Ja. Oder du hast es eben schon gesagt, was natürlich ein ganz entscheidender Punkt nachts ist, ist Regeneration. Wachstumshormone werden ausgeschüttet, was nur geht, wenn die Stresshormone entsprechend abfallen. Also die sollen nachts abfallen, damit das eben nicht gestört wird. Und da geht es um Zellregeneration, um Erneuerungsprozesse, Effekt von Training, also Muskelwachstum etc. Und das passiert eine ganze Menge auf jeden Fall. Genau, du hast jetzt schon so viele schöne Beispiele gebracht, aber daran erkennt man eins, wir wollen jetzt, wie gesagt, wissenschaftliche Schlafphasen nicht aufdröseln, sondern was mir jetzt so wichtig ist, ist, dass die Leute verstehen, dass der Körper die Chance bekommt, die verschiedenen Phasen mit diesen ganzen Inhalten, was zu tun hat der Körper nachts, dass er das ausnutzen kann, dass er wirklich die Möglichkeit hat, diese Reparaturarbeiten, diese Lerngeschichten alles perfekt umzusetzen. Und deswegen, wir kennen das aus den verschiedenen Bereichen, das ist im Endeffekt egal. Wenn wir mit unseren Sportlern arbeiten, dann hast du genau diesen Effekt. Wenn wir bei Firmen sind, dann geht es um Lernen oder wenn wir eben auch im Jugendbereich unterwegs sind, immer irgendwo diese Bereiche, Thema Lernen, Gedächtnis und. Und jetzt hast du es gerade schon so schön gesagt, weil ich darauf hinaus zeige, ja, eine Rhythmik. Das heißt aber auch, wenn ich natürlich erstens am Tag alles durcheinander schmeiße und dann aber noch den Abend komplett irgendwie über den Haufen werfe, indem ich eben weder Licht vernünftig steuere, wir hatten das Thema Licht ja schon, noch irgendwie meine Intensität des Trainings oder was auch immer ich mache, wenn ich den Körper nicht runterfahre, wird der nie vernünftig in die Schlafphasen kommen, auch von der Uhrzeit nicht. Es sind halt, es ist die gleiche Seite der Medaille sozusagen, noch nicht mal zwei und das muss wirklich, denke ich, in die Köpfe rein. Also gut erklären kann man es ja wirklich am Thema Training, aber es gilt für viele andere Bereiche auch. Also wenn man sieht, was
man alles anstellt im Training, welche Gedanken man sich macht, wenn man in den Profisport, Leistungssport geht, wie durchdacht das ist. Also der Tag, der Stressor, der Löwe-Training, der 5 Trainer und spezialisierter Trainer und alles genau getaktet.